Guten Morgen, Kines. Neue Woche, neues Glück. Eben ereilte mich eine Nachricht. Was heißt eben? Währenddessen ich auf dem Donnerbalken war. Ich habe nur drüber geschaut. Ich habe mir das alles nicht durchgelesen. Aber ich glaube, meine Augen haben erhascht, dass es an die 10 Locations sind, wo wir heute hinfahren. Ich mich doch jetzt dringend schnell beeilen soll, mich fertig zu machen. Ich pinsel hier gerade und ich hoffe, eine der Locations wird sein, dass wir in Kaiserslautern sind. Und wie man sehen kann, meine Haarpracht hier, ne? Also, die sind jetzt nicht fertig. Ich habe ja hier wegen meiner Schuppenflechte so eine Creme, die ich hier auftrage, deswegen auch auf der Kopfhaut. Ne? Also, nicht wundern. Aber ich versuche, währenddessen sie in dem Laden ist in Kaiserslautern, nochmal, mein Friseur hat sich verabschiedet, 5 Wochen in den Urlaub, ich habe es nicht gewusst. Und jetzt habe ich mir so auf die Lippe. 5 Wochen, ich habe es nicht gewusst, wäre eigentlich schon längst dran gewesen. Deswegen geht es jetzt hier erstmal in die erste Location. Da ist auch irgendwo ein Barber um die Ecke. Ich wechsle nicht gern, ne, weil er weiß, wie ich es gern habe. So komisch wie es klingt, ne, wie er zu schneiden hat. Aber so kann ich nicht rumrennen. Bald hat ja die Giovanna Hochzeit und Viktor, die feiern Hochzeit. Nächste Woche, um genau zu, oder? Ja, so ungefähr. Nächste Woche, ne, übernächste Woche. Und da kann ich nicht herumlaufen wie ein Wilde. Ciao. Früher, nach dem Rasieren, hier alles unbezahlte Werbung, na, Kinder, ihr wisst Bescheid. Da ist kein Sponsor dahinter oder irgendwas, eigene Tasche bezahlt. Neue Auflage hier mit dem Skin Oil. Das trage ich nach dem Rasieren auch auf. Auch in, sagen wir mal, 2 bis 3 Tage lang. Da werde ich auch keinen Rasurbrand haben oder irgendwas. Also mit dem alten Mittel, ja, mit dem alten Alpha-E-Faktor und ja, let's go und jetzt geht's ans Rasieren. So, Korea war ja ein Einreinfall, was haben wir jetzt? Matcha Foam und Strawberry Coconut Kiss, whatever, irgendwie so ein Remix. Der Remix alle. So, angekommen in Zweibruck auf der Suche nach ein Hemd, ne? Hemd für mich, für die Hochzeit, ein paar Hosen vielleicht noch. Aber auch mal Nike-Besuch abstatten. Also irgendwie nichts dabei. Also irgendwie. Nee, der braucht schon neu eigentlich. So, Hemd check. So, Hemd und Hose check, aber ungewohnt. Also es ist ungewohnt, sich wieder ein Hemd zu sehen. Schon Jahre, also locker 5-6 Jahre kein Hemd mehr gehabt. Und natürlich der Schritt ins Coach. Natürlich bei Ag. So, das war's mit Zweibrücken. Zweibrücken Outlet. Boah, ewig stoße ich auf. Also für mich war mal relativ erfolgreich für die Hochzeit. Aber es ist mehr geworden als geplant. Jetzt fahren wir nach Forbach. Mhm. Forbach nach Frankreich rüber. Ja, ein bisschen was zum... Nee, Code Orange. Ja, aber wir werden auch das ein oder andere französische Baguette degustieren und mitnehmen, oder nicht? Wenn du das sagst. Auf alle Fälle. Genau, Frankreich jetzt, Forbach. Und dann nehmen wir euch natürlich auch wieder mit Code Orange.
woher kommt Code Orange? Ich weiß auch nicht. Hallo. Kannst du mir auch so ein Foto machen? So, auf dem Weg zur Hundeschule. Klein Harrison darf wieder trainieren. Ja. Leider konnte ich nichts mitfilmen, weil Jenny war nicht da. Ich hab's allein gemacht. Aber war's toll, ja. War's toll. Ja. So, Harrison hat auch Nachschub bekommen. Neues von Barf Gold, unbezahlte Werbung natürlich. Alles selber bezahlt. Aber was haben wir denn? Oder was hat denn Firma die Jenny für ihn bestellt? Das liebt er, ohne Witz, ne? Diese Lachswürfel, da kommt er auch schon gleich gelaufen. Hier unten. Was haben wir hier noch? Gewolftes Lammfleisch. Auch ein Favorite, Ziegemager auch. Hast du auch Ziege bestellt? Also wie dem auch sei, also Ziege, Lamm und Lachs. Das ist das, was Harrison liebt, gell? Er mag noch Ente, aber das gab es bei ausverkauft. Und der Wäschestapel hier muss noch gebügelt werden, gell? Ja. Und endlich wieder hier in der Waschanlage. Ich weiß nicht, ich krieg's nicht auf die Reihe regelmäßig. Das Auto zu putzen, zu waschen. Echt kein Plan. Ich weiß nicht, was los ist. Aber jetzt ganz kurz. Ich war noch für den Opa Medikamente holen. Und jetzt habe ich gesehen, ist die Stange ziemlich klein hier an der Waschanlage. Und da kann man mal reingehen. Oh yeah. Oh yeah. Auf jeden Fall. Jenny hat gesagt, Filmschnitt. Und zwar ist es eigentlich ein Rezept aus dem Thermomix. Irgendwie so eine Rindfleisch-Pilzpfanne. Aber ich finde, Fleisch wird nicht zum Thermomix. Change my mind. Ja, mit, also so Hackfleisch kann man machen, so ein Hähnchen kann man machen. Aber ich finde Rindfleisch richtig schwierig irgendwie. Was macht dich so halt? Du machst nur falsch. Ich mach's falsch? Ja. Na ja, gut. Einer muss ja Schuld haben. Ne? Weil ich bin. Ich sag nichts, wenn alles gegen mich verwendet. Also ich. Jenny hat. Also normalerweise, was hat das falsch gewesen? Rinderfiletstück. Also normalerweise Rinderfiletstück, aber sie hatten keins mehr. Dann hat sie. Wie heißt das hier? Ja, Rinder Minute Steak geholt. So ganz easy. Habe ich die noch in Streifen geschnitten mäßig. Salz, Pfeffer drüber. Das brate ich jetzt alles gut durch. Dann wird es einmal umgeleert. Genau, ungeleert, dann werden die Pilze quasi, also ein ganz, ganz einfaches Gericht, ne? Da werden die Pilze angebraten, wird eine Soße angerührt. Anstatt Sahne haben wir hier die Alpro. Wir benutzen ja Pidiva, die kommt damit rein. Bisschen Senf und Pipapo. Dann wird das alles ein bisschen kurz stehen gelassen. Das ist optional, die Würzgurken sind optional.
genau. Das kann man alles so machen. Das heißt, man jetzt noch kurz anbraten schmoren. So, hier haben wir die Pilze. Die werde ich jetzt einfach nur vierteln, denke ich. So, das Ganze schmort jetzt auch ziemlich gut durch. Ja, jetzt warten wir kurz, bis der Bratensaft ein Teil weg ist. Ein Teil werde ich noch auffangen, weil wir es noch für die Soße brauchen. Hier so wie es ist, jetzt auch kein neues Öl oder Fett mit reinmachen, sondern einfach nur die Champignons, ja? Weil die haben ja viel Flüssigkeit, darf ich mal. Ne? So, jetzt machen wir noch die Zwiebeln mit rein. So, jetzt kommt hier noch ein bisschen Knoblauch mit bei. Eine Zehe. Ne? So, hier mache ich jetzt den Fleischsaft noch mit bei. Ist nicht mal viel gewesen. Jetzt kommt noch die Cooking Light dazu, komplett. Schüttel das nochmal durch und mach die komplett leer, so. Dann machen wir mit Mai unsere selbstgemachte Gemüsebrühe. Die selbstgemachte Gemüsebrühe nehmen wir, ja, schon so gute Esslöffel, ne? Dann hier ein guter Schuss vom Senf. Pfeffern das Ganze. Salz. Und lassen das kurz hier so ein bisschen fester werden. Ne? Optional aus dem Gericht heißt es noch Gewürzgurken. Hier haben wir Cornichons. Das waren jetzt 6 Stück klein geschnitten. Kommen hier mit dabei. Und natürlich kommt das Fleisch hier auch zurück. Und wird hier nochmal schön sämig zusammengekocht. So, ich habe da jetzt noch einen Becher saure Sahne mit rein, den hat man noch über. Und das habe ich jetzt runtergedreht auf 2, von 6 auf 2. Und das lassen wir jetzt schön mal einkochen. Ja, parallel dazu. Rice. Natürlich für den Perfect Bite braucht es ein bisschen Reis, ein bisschen Fleisch. Mm-hmm. Cool.